habe wirklich Angst zu sterben, gerade echt. Wenn ich da drauf gesessen hätte, ich wäre tot. Hi Leute, herzlich willkommen zum neuen Behind-the-Scenes-Video. Wir waren mit dem Tesla im Offroad-Park und haben ihn da an seine Grenzen gebracht. Dabei ist auch einiges schiefgegangen, das zeigen wir euch. Außerdem musste echt noch einiges umgebaut werden, damit er richtig gut fährt. Damit starten wir jetzt. Wir haben die Kette vom Tesla jetzt nochmal abgebaut, weil wir beim ersten Fahrtest gemerkt haben, dass es so ein paar kleine Schwierigkeiten gibt. Ich zeige euch das jetzt mal. Was uns gleich aufgefallen ist, ist, dass der Tesla relativ wenig Kraft hatte. Also er ist nur sehr langsam losgefahren. Deswegen wechseln wir jetzt hier hinten das Ritzel. Das ist dann wie beim Fahrrad, wenn man einen Gang runterschaltet, dann wird es einfach ein bisschen leichter, also er hat dann mehr Kraft, kann aber dafür nicht ganz so schnell fahren am Ende. Außerdem haben wir gemerkt, dass hier unten die Räder jetzt ein bisschen verbogen sind, die sind so nach außen gekippt. Deswegen machen wir das Ganze jetzt hier nochmal ein bisschen stabiler. Was auch noch geändert werden muss, sind die Autoreifen hier vorne. Die Kette läuft da so schräg in das Gummi und es erzeugt einfach sehr viel Reibung. Deswegen kommt da jetzt stattdessen einfach ein Stahlrad rein. Damit uns das Kettengestell nicht wegrostet, müssen wir es jetzt lackieren und wir haben uns eine richtig coole Offroad-Farbe ausgesucht. Dann ist es auch drin. Wenn man die Tür am Tesla aufmacht, stößt sie direkt gegen die Kette und man kann nicht einsteigen. Die einzige Möglichkeit, wie die Tür jetzt noch aufgehen könnte, ist schräg nach oben. Und dafür haben wir extra neue Türscharniere entwickelt, die wir jetzt einbauen. Wir haben jetzt gerade die Lenkung gebaut, also wir haben die Bremsen ein bisschen umgebaut, dass wir jetzt links und rechts getrennt bremsen können. Wir testen jetzt das erste Mal, ob es funktioniert. Wie lenkt er sich? Richtig beschissen, aber man gewöhnt sich dran und dann geht's auch. Für den Transport in den Offroad-Park mussten wir den Tesla in Einzelteile zerlegen. Und dann ging's los. Bei den Ladeshops waren die selbstgebauten Flügeltüren die Attraktion. Ich war mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob Daniel die Flügeltüren eingebaut hat, weil sie tatsächlich praktisch sind oder einfach verdammt gut aussehen. Wir sind nachts im Offroad-Park angekommen und haben dann bei strömenden Regen die Ketten abgeladen. Am nächsten Tag haben wir 5 Stunden lang alles wieder zusammengebaut und uns dann riesig auf die erste Fahrt im Offroad-Park gefreut. Erik hat noch kurz einen Lenktest auf dem Parkplatz gemacht. Dabei ist uns ein kleines Unglück passiert, das seht ihr jetzt gleich. Wow! Die ganzen Federn sind rausgebrochen. Glücklicherweise konnten wir den Tesla trotz der gebrochenen Federn zurück zu unserem Lager fahren und ihn dort provisorisch mit einem Mofa-Reifen reparieren. Richtige Ersatzteile hatten wir natürlich keine dabei. Danach sind wir mit dem Tesla auf einen Tieflader gefahren, um nicht noch mehr kaputt zu machen, bevor wir überhaupt im Offroad-Park angekommen sind. Da der Tesla mit den Ketten fast doppelt so breit wie ein normales Auto ist, hat er kaum auf den Tieflader gepasst. In den Hauptvideos cutten wir alle Aufnahmen immer super kurz, ungefähr in dem Style. Aber dieses bup, 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 passend zur Musik, tschak, tschak, drrrr. Das ist halt ultra krass. Das ist teilweise echt schade, weil manche Aufnahmen super cool sind. Hier auf dem Vlog-Kanal können wir jetzt einmal gemeinsam genießen, wie episch der Tesla durch das Wasserloch fährt. Noch ein Fun-Fact: Am Ende sind wir voll in den Busch reingefahren. Um den Berg hochzufahren, mussten wir noch einmal Anlauf nehmen. Oder vielleicht auch noch ein zweites Mal. Im Real Life klappt halt nicht immer alles beim ersten Versuch. Erik, wie war's? Drin war wirklich entspannt. Aber es ist drin nass geworden, also ich glaube, wir brauchen jetzt eine Innenreinigung. Also er sieht innen aus wie die Ketten.
Bist du mitgefahren? Fenster war offen, Wasser kommt rein und ich sollte filmen. Hier oben ist jetzt der Bolzen aus dem Wagenheber rausgebrochen. Mal gucken, wie wir das hier repariert kriegen. Aber sonst hat er sich echt ganz gut geschlagen, würde ich sagen. Ist sonst noch relativ viel ganz. Es tropft hier unten. Ja. Nachdem uns der Wagenheber rausgeflogen ist, haben wir uns dazu entschieden, zurück zum Lager zu fahren und erst einmal die Ketten zu reparieren. Die Rückfahrkamera hat das Drauffahren auf den Tieflader etwas einfacher gemacht. Im Lager angekommen haben wir ohne Hochdruckreiniger versucht, den Tesla wieder sauber zu bekommen. Ich finde, wir sollten eine Waschanlage aufmachen. Das ist eine Waschstraße, weil da steht. Der Tesla ist so viel wert, dass wir ihn bewachen müssen nachts. Deswegen haben wir eine Nachtwache. Morgen. Morgen. Wie hast du geschlafen? Eigentlich ganz gut. Daniel, machst du den Dreck ab? Ja, die Steine. Die Sterne im Profil. Das gibt dann so ein lautes Geräusch, wenn du fährst. Klackert dann, ne? Genau. Und dann ging es wieder los in den Offroad-Park. Zu dem Zeitpunkt haben wir noch nicht geahnt, dass unser Offroad-Tesla den Tag nicht überleben wird. Es hat nicht lange gedauert, bis wir die erste Panne hatten. Zwei Wägen sind aus der Führung geflogen. Für die Reparatur hat André seinen Bagger geholt. Vielen Dank nochmal dafür, du warst unsere Rettung. Wir haben jetzt beschlossen, wir lassen den Bagger gleich mal da, weil ich denke, den werden wir noch öfters brauchen heute. Wie viele Meter fährt er jetzt, bevor er wieder Schrott geht? Ich hoffe länger als beim letzten Mal. 100 Meter, 150. In der Kurve ist uns die Antriebswelle abgerissen. Zum Glück hat André sie wieder zusammengeschweißt bekommen. Wir haben die neue Antriebswelle jetzt hier eingebaut. Und hier ist eine Mutter rausgerissen, da haben wir jetzt eine Schraubzwinge rein. Das sollte jetzt halten. Zumindest irgendwie die nächsten 5 Meter mal sehen. Noch kurz ein Funfact: Als wir den steilen Berg runtergefahren sind, ist uns direkt auf dem ersten Meter vorne ein Stoßdämpfer rausgebrochen. Unten waren es dann ein paar mehr. Wir sind mit dem Tesla volle Kanne in einen Schutthaufen reingescheppert, aus dem wir nicht wieder rausgekommen sind. André hatte zum Glück noch seinen Bagger da. Wir haben jetzt hier von den Nachbarn aus dem Haus eine Kabeltrommel rausgelegt. Bis zur Hebebühne da hinten. Weiter sind wir nämlich nicht mit dem Tesla gekommen. Der steht jetzt hier und jetzt versuchen wir hier alles abzubauen. Daniel, wie schmeckt so ein Stück Pizza nach der Niederlage? Richtig gut. Ich habe heute den ganzen Tag schon nichts gegessen. Ich habe so Hunger, ich habe gefühlt die Hälfte der Pizza alleine gegessen. Sag nochmal bitte ganz kurz deine Diagnose. Das Problem ist, wie immer, wenn Ketten runterspringen, die waren zu wenig gespannt. Sonst wäre der easy weitergefahren. Gar kein Problem? Gar kein Problem. Sehr langweilig, er steht wieder auf Rädern. Ah, ist echt sehr langweilig. Wollen wir die Ketten wieder dran machen? Wenn euch das Behind-the-Scenes-Video gefallen hat, dann vergesst auf jeden Fall nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann beantworten wir die noch mal im nächsten Video. Bis dahin, tschüss! Ciao!